Wenn die Raupe kein Schmetterling werden will, ist so ein bisschen sinnbildlich für unsere Überschrift, wenn wir Eltern haben, die einen Weg vorgesehen haben für die Kinder, den die Kinder vielleicht etwas anders sehen oder der gar nicht so sehr zum Kind passt. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal eine unserer wichtigsten Botschaften, die wir so mit vertreten, ist, dass wir Coaching im Sinne des Kindes machen und für das Kind macht. Und wenn ein Beispiel ein Vater kommt und sagt, hier, das ist Paul, Paul ist 5, Paul soll Tennisstar werden, der will zwar nicht, aber bitte machen Sie das mal, wie lange dauert denn das und was kostet denn das, dass wir können Coaching machen mit Paul, klar, aber nicht mit dem Ziel, dass er Tennisstar wird, sondern dass wir schauen, wie geht es dem Kind, was tut dem Kind gut und wie können wir das Kind in seine Potenziale bringen. Und wenn Paul danach Tennis spielen will, ist es gut, aber auch dann mit dem klaren Verständnis und auch der Absprache der Eltern, dass wir das Kind nicht zwingen können, irgendetwas zu tun oder zu machen, was es definitiv nicht will. Natürlich gibt es auch manchmal Überlegungen und Ansätze, wie kann ich das, was ich nicht ändern kann und machen muss, wie Schule. Schule ist ja im Grunde eine Chance. Nur fragen Sie mal Kinder, ob die das auch so sehen immer, dass ich das auch so einpacken und zeigen kann, dass es Sinn macht. Aber es gibt durchaus auch wirklich überzogene Erwartungen und Forderungen von Eltern, die wir an bestimmten Stellen auch nicht mitgehen. Und da kommunizieren wir transparent und natürlich glauben wir, dass aus jedem Kind ein Schmetterling werden kann. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich Raupe bin, dass ich einen Weg finde, Schmetterling zu werden. Aber vielleicht habe ich meine eigene Metamorphose, meine eigenen Zeitpunkte, meine eigenen Fähigkeiten, um dann der schönste Schmetterling zu werden, der ich vielleicht nur sein kann und auf meine ganz eigene Art und Weise dann zu meinem Flug starte. Ja. Wenn Sie der Bereich Kinder- und Jugendcoaching interessiert und warum Kinder- und Jugendcoaching an so vielen Stellen so sinnvoll ist, dann lade ich Sie ein, schauen Sie sich hier auf der Website noch einmal um. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich an uns, hinterlassen Sie einen Kommentar oder bewerben Sie sich auf eine der kommenden Ausbildungen. Wenn noch Plätze frei sind, sind die Ausbildungen noch eingeblendet. Bewerben Sie sich, bekommen kurzfristig von uns Bescheid, ob das funktioniert und vielleicht lernen wir uns ja demnächst dann einfach mal persönlich kennen. Vielen Dank.